Gignol, der Held von Iffezheim. Stahl-Ullmanns Gignol hat nach dem Großen Preis der badischen Wirtschaft am Sonntag auch den zur Gruppe 1 zählenden Großen Preis von Baden gewonnen. Wie beim Frühjahrsmeeting verwies der Cape Cross-Sohn den aktuellen Galopper des Jahres, Iquitos, auf den zweiten Platz. Für Gignol war es der zweite Gruppe 1-Triumph seiner Karriere. Wonnemond triumphiert. Der von Sascha Smircek trainierte Wonnemond hat am Sonntag in der Türkei für den zweiten Gruppesieg eines deutschen Pferdes im Ausland im Jahr 2017 gesorgt. Unter Daniele Porcu flog der Arayon-Sohn aus dem Besitz des Stalles Frohnbach auf der Zielgeraden zum Sieg in der zur Gruppe 2 zählenden Top-Capi-Trophy. Mit Narella in die Zukunft. Markus Klugs Röttgenerin Narella hat am Sonntag in Iffezheim das Zukunftsrennen gewinnen können und ist damit eine der großen klassischen Hoffnungen ihres Trainers für das kommende Jahr. Unter Adri de Vries verwies die Reliable-Man-Tochter Auenperle und Julio auf die Plätze.